Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt. Ich habe mich schon so daran gewöhnt zu sagen, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Überhaupt Harry Potter. Aber es ist nicht Harry Potter, wie ihr vielleicht sehen könnt. Das ist eigentlich nicht zu übersehen. Handelt es sich dieses Mal wieder um Minecraft. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, 5 Uhr. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Ich habe mir dieses Mal keinen Timer gestellt und ich will 20 Minuten ungern überschreiten. Und zwar wird es sich hierbei um ein neues Projekt handeln? Eigentlich wollte ich ja nicht mehr als meine 80 Abonnenten-Special-Serie an Minecraft auf meinem Kanal bringen. Jetzt wurde ich aber von dem lieben Captain Lucky eingeladen, bei einem seiner Projekte mitzumachen. Und da er mich so lieb gefragt hat, natürlich, und ich auch ja eigentlich mal Bock hatte, ein bisschen mehr mit anderen Let's Playern zusammen zu machen, habe ich halt ja gesagt und freue mich eigentlich auch schon riesig darauf, bei diesem Projekt dabei sein zu dürfen. Er hat dazu auch ein Ankündigungsvideo mit seinen Freunden gemacht, das ich euch unten in die Videobeschreibung mal verlinken werde. Und seinen Kanal werde ich euch natürlich auch unten in die Videobeschreibung verlinken. Er hat mit den Videos gestern auch schon angefangen. Ich habe es bisher noch nicht mal angekündigt, das ist ein bisschen dumm gelaufen. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall dann damit anfangen und werde euch schon mal jetzt so im Voraus ein bisschen erklären, worum es in dem Projekt eigentlich gehen soll. So, es ist natürlich ein Projekt auf einem Mehrspieler-Server, wie ihr hier schon seht, nennt sich das Ganze Paradise. Also es wird unter dem Begriff Minecraft Paradise auch auf YouTube zu finden sein. Und dann, ja, momentan sind 4 Spieler auf dem Server quasi zugelassen, quasi Whitelist, sag ich mal. Soweit ich das beurteile, sind das dann also er, seine 2 Freunde und ich. Aber es werden auf jeden Fall noch mehr. Also das ist ein Projekt, das na super, jetzt regnet es auch noch. Ja, super, es ist ein toller Start. Ja, Moment, dann mache ich mal ganz kurz die Musik ein bisschen leiser, damit ihr mich auch verstehen könnt. So. Es handelt sich bei diesem Projekt um. Ich hoffe, das war nicht falsch, dass ich das jetzt gemacht habe. Ich will mich nur mal unterstellen. Es handelt sich bei diesem Projekt um ein ja, Multiplayer-Projekt auf diesem Server, den Captain Lucky und seine Freunde hier zusammen erstellt haben. Und es soll ein Bauprojekt werden. Wir wollen eine Stadt errichten, die im mittelalterlichen Stil gebaut ist. Und ich habe einen Enderman gehört. Das ist nicht gut. Hier sollen wir, also das hier ist quasi die Bauwelt. Und dann kann man über dieses kleine Schild hier in die Farmwelt gelangen. Indem man, glaube ich, Rechtsklick drauf macht. Ich versuche es jetzt einfach mal. So, hier ist auch schöner. also der Schwierigkeitsgrad dieses Spiels ist, glaube ich, momentan auf Hardcore gestellt, also auf hart halt. Und also das hier ist quasi die Farmwelt. Es gibt eine normale Welt, auf der wir bauen, und es gibt hier diese Farmwelt, in der wir halt unsere Rohstoffe farmen. Wie ja halt der Begriff eigentlich auch schon sagt. So, wir können jederzeit auf diese. Es ruckelt ein wenig, das tut mir leid. Wir können jederzeit auf diese Farmwelt halt zugreifen und können jedes Mal mit einem bestimmten Befehl uns wieder zurück in die normale Welt teleportieren. Jetzt wollte ich euch ungefähr gleich auch mal, ich hoffe, es hört gleich noch ein bisschen auf zu regnen da in dieser anderen Welt. Dann würde ich euch auch ganz gerne nochmal den Bereich zeigen, auf dem wir jetzt bauen möchten. Es hat natürlich noch nichts angefangen. Die anderen Jungs haben gestern schon angefangen aufzunehmen. Ich hatte dazu leider keine Zeit gestern. Und es war, glaube ich, auch so geplant, dass ich erst, also dass die Gäste, sage ich mal, erst heute dazu kommen. Und ich hole mir jetzt einfach erstmal ein bisschen Holz hier. Ich muss auch zugeben, dass ich mich noch nicht so ganz für Zombie. Wo ist er? Wird es jetzt gerade dunkel? Wollte ich mich verarschen? Das ist doch schief. Aha. Ich habe Angst. Ich habe nicht mal ein Schwert, Leute. Ich habe nichts. Ich kann mich nicht mal verteidigen. Okay, jetzt kann ich mir im Prinzip auch erstmal nur so ein läppisches Holzschwert machen. Oh, ich habe meinen Erfolg erzielt. Inventur. Oh, nice. Okay. Das ist ja so ein bisschen wie der Ender Games, ne? Hier so. Workbench und dann ein Schwert machen. So. Dass ich mich wenigstens irgendwie verteidigen kann hier. So. Okay.
Ja, ich würde euch dann gleich ganz gerne auch doch die Welt zeigen, in der wir dann bauen möchten. Wie gesagt, es wird ein Großprojekt und es wird nicht dabei bleiben, dass wir jetzt zu viert oder zu fünft oder zu sechst sind, denn jeder von euch, beziehungsweise jeder, der sich bei Captain Lucky und seinen Freunden, ich weiß gerade nicht, wie sie heißen, ich glaube Erik und Robin, tut mir leid, wenn ich die Namen jetzt gerade ein bisschen durcheinander bringe, die haben halt so die, ich sag mal, Admin-Rechte, die sind hier sozusagen die Operator und haben halt so ein bisschen einen Blick über alles, weil das Projekt ja quasi auch von ihnen ausging. So, und wenn ihr gerne bei diesem Projekt mitmachen möchtet, könnt ihr euch quasi bei denen melden und die entscheiden dann, ob ihr in das Projekt rein könnt. Ja, natürlich will ich jetzt noch nicht vorweg zu viel sagen. Also ich glaube nicht, dass wirklich jetzt jeder einfach so in dieses Projekt rein kann. Wie gesagt, ihr müsst euch erst bei denen melden. Es geht aber, also es geht ohne Bewerbung. Ihr müsst jetzt nicht irgendeine Bewerbung oder sowas verfassen, um hier reinzukommen, sondern ihr müsst euch einfach nur kurz bei denen melden. Das ist aber auch alles in dem Ankündigungsvideo von denen schon ja, beschrieben. Also wenn ihr da kurz reinguckt, dann wird das alles ganz genau erklärt, wie das hier laufen soll. Oh, Spinne. Spinne, 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 Spinne. Ich schleiche mich mal an. Au, stirb. Wäre es natürlich nicht direkt am Anfang sterben, das wäre ein bisschen läppisch. Das wäre richtig blöd. Aber Knochen am Anfang zu haben, ist gar nicht so schlecht. Die Creeper hier machen übrigens keinen Blockschaden, sondern sie machen einfach nur Schaden an uns. Ist das nicht schön? Ja, wunderschön. Ich habe nichts dagegen. Passt schon. Oh, Apfel. Essen. Sehr schön. Hi, stimmt. Hey. Hey. Nicht in der Erde backen hier. Das ist unfair. Es ist. Wow. Oh, ich habe schon zwei Level. Gar nicht übel. Ja. Was kann ich jetzt noch groß dazu sagen? Also, jeder hat quasi. Es gibt bestimmte Regeln in diesem Spiel. Die packe ich auch unten in die Videobeschreibung rein. Ich packe einfach alles unten in die Videobeschreibung. Schaut einfach unten in die Videobeschreibung. Da ist alles Wichtige drin, wie immer. Und, oh mein Gott, ich darf hier nicht runterfallen. Wenn mich jetzt ein Skelett anschießt, bin ich tot. Das wäre nicht so schön. Ich gucke einfach mal, ob ich mich hier irgendwie runterbauen kann. Oh, Hund. Oh, kann ich mir direkt. Wenn ich jetzt einen Hund mache. Wenn ich mir jetzt einen Hund hole und dann in die normale Welt zurückgehe, kommt er dann mit? Oder habe ich den dann nur hier? Okay, zumindest habe ich jetzt einen Hund. Der kann mich jetzt beschützen. So, jetzt probiere ich das mal. Man kann, glaube ich, mit dem Befehl MVTP World kann man zurück in die andere Welt oder auch nicht. Das ist Multiverse Teleport Self. Moment. Self, other, self, other, self, other, self. Bist du sicher, dass du die folgende Website öffnen möchtest? Öffne diesen Link von Personen, denen du nicht vertraust. Keiner Links von Personen, denen du nicht vertraust. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte gerne einfach nur in die andere Welt zurück. Hey. Also nochmal. MVTP World. Oder wenn ich jetzt hier Self und dann W eingebe? Nö, klappt nicht. Cool, das heißt, ich hänge hier erstmal in dieser Welt fest, macht aber nichts, ich habe einen Hund, der mich beschützt, alles wird gut. Okay, da muss ich dann nochmal schauen, wie das Ganze funktioniert. Ich kann nochmal gleich in den Regeln nachschauen. Und ich mache mir jetzt aber erstmal eine Schöppitzhacke, damit ich hier auch ein bisschen ordentlich was farmen kann. Ich höre die ganzen Monster um mich herum. Ich hoffe, der Hund läuft mir hinterher. Da unten ist wieder eine Schöppinne. Nein, pfui, Hund, bleib hier. Okay. Ich bin schon sehr gespannt, wie das Ganze hier ausgehen wird. Wie gesagt, das nennt sich im Moment Minecraft Paradise. Und es soll eine mittelalterliche Stadt werden. Je nachdem, wie viele Leute dann daran mitbauen, kann das sicherlich sehr interessant werden. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin mir nur noch unsicher, wo ich jetzt überall hinbauen darf. Beziehungsweise, es hieß ja,
In den Regeln, man hat einen 30x30 Block, also einen 30x30 Block großen Bereich, den man bebauen darf. Mit seinem Häuschen und alles andere, was so gemeinnützige Gebäude angeht, wie jetzt irgendwie Rathaus, Kirche etc., das muss halt vorher genehmigt werden. Ja, ist an sich natürlich eine sehr, sehr gute Regelung. Allerdings bin ich mir, wie gesagt, da nicht so sicher, wo ich jetzt hinbauen darf und wo nicht. Mir wurde gesagt, ich darf überall hinbauen, wo quasi Platz ist, aber ich weiß nicht, ob ich dann irgendwie den Platz von anderen wegnehmen würde oder so. Ich habe halt keine Ahnung. So, Futter. Hund, ich hoffe, der kommt mir irgendwann hinterher. Ja, Hund, komm mit. So. Erstmal ein bisschen Steine farmen hier. Also normalerweise wurde auch die Regelung festgelegt, wenn man irgendwas in der Welt baut. Genau, mitkommen. Wenn man irgendwas in dieser normalen Welt baut, dann muss man dafür sorgen, dass das Ganze so ein bisschen in die Natur integriert aussieht. Und das muss hier natürlich jetzt nicht unbedingt der Fall sein. Also hier ist es natürlich die Farmwelt, die kann nachher so, ja, das ist natürlich der Sinn der Sache, dass sie dann halt auch abgebaut aussieht, mehr oder weniger. So nach und nach. Und ich habe Eisen gefunden. Oh, ich höre die ganze Zeit diese Monster. Moment, ich brauche noch ein paar Schüttöcke. So, einmal eine Steinspitzhacke, damit ich das Eisen auch abbauen kann hier. So. Aha. Oh. Oh Gott. Oh, 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 oh. Nicht gut. Nicht gut. Puh. Hilfe. Okay, ich habe eine Höhle gefunden. Nicht gut. Ich muss zugeben, dass ich so ein bisschen Angst vor den Monstern habe, zumal ich auch noch keine Rüstung und überhaupt nichts habe. Ich habe zumindest einen Hund. Das ist doch schon mal viel wert. So. Soll ich es versuchen? Soll ich es wagen? Wo sind denn? Wo war jetzt noch gleich die Höhle? Hier war die, ne? Ich könnte mir. Ich hab ein Holzschwert. Kommt her. Komm her. Komm her. Komm. Wartet. Nein, 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 Hund, Hund, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Nein, Hund, 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 Hund. Oh Gott, Gott, mein armer Hund. Ich hab nichts, womit ich ihn füttern kann. Doch, ich hab das komische Fleisch, richtig? Hier, das Fleisch, das frisst er doch, oder? Oh Gott, Creeper. Creep, 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 Creep. Noch einer. Komm her, komm her, komm her. Ich leg mich mit dir an, ich leg mich mit euch allen an. Autsch. Ich sollte vielleicht mal was essen. Ich habe noch nichts Ordentliches zu essen, kann das sein? Nein, habe ich nicht. Hund, komm, friss das. Los. Huh. Okay, das war schon direkt spannend zu Anfang hier. Ich bin ein bisschen selbstmörderisch, das muss ich halt zugeben. Aber warum nicht? Er hat mich lieb, das ist schön. Hier wäre doch irgendwo noch mehr Eisen. Da ist noch Eisen. So. Okay, also wie ich gerade sagen wollte, dass in der normalen Welt sollten wir darauf achten, dass alles, was wir bauen, so ein bisschen mit in die Natur integriert ist und am Ende auch so aussieht. Hier ist es natürlich nicht notwendig, weil das ist eine Farmwelt, das ist so gedacht, dass wir hier abbauen und wenn wir dafür sorgen müssen, dass am Ende alles wieder so aussieht wie vorher, wäre das ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Dankeschön. Oh Gott, wenn ich jetzt noch einen Creeper-Angriff überlebe, ich nicht. Doch, kein Problem, okay, alles gut. Was mit meinem Hund? Lebt er noch? Oh mein Gott, okay, wir gehen zurück, komm, komm Hund. Hund, komm hier hin, Fuß, Beifuß. Na gut, dann halt nicht. Okay, ich setze da unten jetzt mal einen Ofen hin. Damit ich mal ein bisschen von meinem Eisen braten kann hier. Weg damit. Okay. Ich brauche immer noch was zu essen, Mann. Okay, ich gehe jetzt kurz hoch und suche was zu essen. Es ist nämlich schon wieder Tag geworden. Das ist sehr schön.
Das heißt, ich habe hier keine Monster mehr, die mich irgendwie. Doch, hab ich doch. Aber ist egal. So. Das überstehe ich irgendwie schon. Das Schöne hieran. Oh Gott, Hexen. Oh mein Gott, Scheiße. Okay, ich werde einfach direkt sterben. Das ist wundervoll. Ja, das ist klasse. Das Schöne ist an dieser Welt, man kann sich eigentlich nicht verlaufen. Eigentlich. Weil theoretisch, praktisch halt auch, aber man kann einfach sich ja wieder durch diesen Befehl in die andere Welt zurück teleportieren. Mein Gott, hat der Hund mich jetzt erschrocken. Kakaobohnen. Ich könnte mir Cookies machen. Ich habe zwar keine Ahnung mehr, wie ich die mache, aber ich könnte mir sie theoretisch machen. Ich muss dringend was essen. Okay, das mit dem Hardcore ist irgendwie doch ein bisschen hart. Lustig. Also wie gesagt, verlaufen kann man sich hier theoretisch nicht, weil man sich einfach immer zurück in die andere Welt teleportieren kann. Aber Problem ist, wenn dieser Befehl nicht funktioniert, dann wird das Ganze doch ein bisschen schwierig. Hühnchen. Ah, ich habe doch Hühnerfleisch, oder? Habe ich nicht Hühnerfleisch? Könnte ich das doch einfach mit in den Ofen packen und braten? Ach, ich bin so ein schlauer Mensch. Okay, ich laufe jetzt hier einfach einmal nach außen rum. Ich sollte nicht so viel rennen, sonst wird mein Hunger wieder weniger. Das ist nicht gut. Okay, ich muss gleich mal kurz gucken, wie lange ich schon aufnehme. Aber wie gesagt, das hier ist quasi so das neue Projekt, was gestartet wird. Natürlich habe ich jetzt die Hoffnung, dass wir irgendwann dann auch mal zusammen aufnehmen werden. Das ist hier momentan leider noch ein bisschen schwierig, weil ich gerade das Problem habe, dass ich diese... oh mein Gott, ah, Hund, mach sowas nie wieder. Hier, friss was. Momentan habe ich leider das Problem, dass ich Spätdienst habe. Das heißt, ich werde morgens nur aufnehmen können, weil ich abends halt auf der Arbeit bin. Ja, ist halt blöd. Kann ich im Moment nicht ändern. Nächste Woche habe ich wieder Frühdienst und danach habe ich sogar Urlaub. Das heißt, dann könnte es mit dem Projekt so richtig losgehen. Okay, ich habe ein Hühnchenfleisch. Toll. Ist ja Wahnsinn. Naja, ist egal. Ist immer noch besser als gar nichts. Ich habe keine Ahnung mehr, wie man Cookies macht. Ich gehe mal davon aus, dass das so nicht funktioniert. Nein, ich bin mir sicher, dass ich auch noch irgendwie Milch oder sowas brauche. Aber zumindest kann ich jetzt schon mal... Hey. Zumindest sterbe ich jetzt nicht direkt. Ich muss dringend was zu essen finden. Unter anderem natürlich auch noch der Sinn dieser Farmwelt, dass ich irgendwo was zu essen herkriege. Och, Zombie. Ich darf mich nicht mit den Viechern so oft anlegen. Ich sterbe noch. Ah, okay. Ja, theoretisch könnte ich jetzt auch dieses ekelhafte Fleisch hier essen. Kann ich das braten? Nein, kann ich nicht. Naja, wäre ja auch zu schön gewesen. Okay. Ich baue jetzt einfach mal meine ganzen Sachen hier wieder ab. Ich weiß, eine Workbench baut man nicht mit der Spitzhacke ab, aber das ist mir jetzt egal. So. Ich habe keine Ahnung, ob man sich in dieser Welt ausloggen kann. Ich hoffe es einfach mal. Und dann wird diese Folge entweder heute oder morgen schon auf meinem Kanal erscheinen. Ich muss immer noch was zu essen finden. Irgendwie mangelt es hier so ein bisschen an Tieren, kann das sein? Oder kommt mir das nur so vor? Wie spät ist es? Ja, okay. Also, ich habe meine 20 Minuten voll. Ich hoffe, das neue Projekt sagt euch zu. Ich bin schon gespannt, wie es laufen wird. Ich weiß noch nicht, was jetzt daraus wird. Ich weiß auch noch nicht genau, wie viele Personen da jetzt mitmachen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass wir irgendwann auch einmal zusammen aufnehmen können. Hase. Hammel. Nein, mein Schwert ist kaputt. Mein Schwert ist kaputt. Nein, Hase, bleib stehen. Ich brauche dein Fleisch. Ich bin eigentlich Vegetarier. Sieht man mir an, oder? Hey, komm her. Oh, nein. Naja, gut, okay. Ach, er hat kein Fleisch verloren, was soll's. Wie gesagt, ich hoffe, es sagt euch zu.
Und das hieß übrigens mein Skin. Ich habe ihn so ein bisschen Steampunk-Mittelaltermäßig angepasst. Und ja, die nächsten Folgen werden dann entweder mit jemandem zusammen sein oder wieder alleine. Und ich werde mal versuchen herauszufinden, wie ich in die normale Welt zurückkomme. Ja, schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Da sind viele wichtige Links drin, unter anderem der Link zu Captain Luckys Kanal, zu dem Ankündigungsvideo, zu den Regeln. Und wie gesagt, wenn ihr mitmachen möchtet, meldet euch einfach bei einem der drei. Ich packe die anderen Kanäle auch unten in die Videobeschreibung von den anderen beiden Jungs. Und dann werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao!